Hallo liebe Freunde, es gibt gute Nachrichten heute und deswegen gibt es jetzt auch von mir eine neue Ausgabe von Wien hat aktuell. Bleibt dran! Ja, liebe Freunde, es gibt gute Nachrichten, nämlich die Klüngelrunde um Kanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten in Berlin hat getagt und oh Wunder, es gibt Lockerungen. Obwohl die Kanzlerin ja eigentlich noch gern ein bisschen länger den Lockdown gemacht hätte, auch ihr Kanzleramtschef und auch Ministerpräsident Söder wären länger dabei geblieben, aber der Druck der Ministerpräsidenten hat jetzt bewirkt, dass es erste Öffnungen gibt. Und eigentlich ist es ja so, dass diese Ministerpräsidenten nicht selber auf diese Idee gekommen sind. Nein, es war der Druck der Straße, die zahlreichen Corona-Demos, die Querdenker-Demos, Land auf, Land ab. Aber, das muss man auch sagen, die kritische Presse, die berichtet hat und das auch mehr oder weniger gefordert hat und die zahlreichen Bürgerinnen und Bürger, die an ihre Abgeordneten, an die Regierenden geschrieben haben, haben diesen Druck erzeugt. Und jetzt haben wir tatsächlich die ersten Öffnungen in diesem unsäglichen Lockdown. Es geht los mit den Friseuren, die ihre Geschäfte und ihre Läden wieder am 1. März öffnen dürfen. Und ganz ehrlich, auch bei mir ist es bitter nötig. Wir haben die Kitas, die ab dem 22. Februar in Bayern schon öffnen dürfen. Damit ist Bayern nicht das Schlusslicht und hat nicht die härtesten Maßnahmen ausnahmsweise. Auch hier knickt es ein. Und die Kinder dürfen ab dem 22. Februar zurück in die Kitas. Das gleiche gilt übrigens für die Schülerinnen und Schüler in den unteren Jahrgangsstufen. Auch hier ist es so, dass die Kleinen wieder ab dem 22. Februar in Bayern in die Grundschule dürfen. Die höheren Schüler, also das heißt Gymnasium, Realschule, Mittelschule und so weiter, die dürfen dann ein bisschen später, aber auch hier beginnt man dann mit Wechselunterricht. Und für uns alle das Allerwichtigste ist, die Ausgangssperre fällt am Montag. Das heißt, pünktlich zum Rosenmontag, pünktlich zum Faschingsdienstag darf man wieder raus, länger als 21 Uhr, wieder mal Freunde besuchen. Und das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen, dass hier der Druck hoch genug war, auch durch das Gerichtsurteil in Baden-Württemberg, dass ja die dortige Ausgangssperre gekippt hat und hier hat Söder nachgeben müssen, wider Willen natürlich, aber ab Montag ist die Ausgangssperre weg, zumindest in Gebieten, wo es nicht mehr über 100 liegt und dort wurde sie auch auf 22 Uhr angepasst. Das ist deutlich erträglicher schon mal, nicht das, was wir uns alle wünschen. Wir wünschen uns, dass die Gastronomie aufmacht, wir wünschen uns, dass Kinder ganz normal in die Schule gehen, nicht im Wechselunterricht oder sonst irgendwas. Und wir wünschen uns, dass der Einzelhandel wieder aufmacht, weil die haben mittlerweile ein Riesenproblem. Und wir müssen hier ganz, ganz schnell ran, bevor die uns alle pleite gehen. Ich bleibe für euch dran im Bayerischen Landtag. Darauf ist Verlass. Bis demnächst.